Hallihallöchen, ihr Lieben da draußen und ein recht herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge Star Stable. Und heute mal wieder ein Ich kaufe eure Lieblingspferderasse Video. Na, ich mache hier mal so Videos, in dem ich eure Lieblingspferderassen hier in Star Stable kaufe oder eure Hasspferderassen. Also wenn ihr mal ein Hasspferd habt, das ihr überhaupt nicht mögt, die Generation und so, einfach hinschreiben. Kaufe ich. Also ich habe schon von einigen Leuten diese Hasspferde gekauft. Macht eigentlich Spaß, weil man, ich habe zum Beispiel ein englisches Vollblut Generation 2. Das hätte ich mir persönlich nie gekauft, aber das war die Hasspferderasse von einer Zuschauerin und ich habe gedacht, kaufst du das mal. Und jetzt finde ich die gar nicht mal so hässlich, die Generation 2 im englischen Vollblüter. Wir kaufen heute die Lieblingspferderasse von der Bella, die schreibt, mein Lieblingspferd ist der Mustang Generation 3 in Palomino und das Gotland Pony, das hellbraune mit der dunkelbraunen Mähne. Eventuell kannst du ja einen davon kaufen. Und ich denke mal, das machen wir. Wir kaufen, wie gesagt, nur ein Pferd. Mach es mal so, ihr könnt jetzt 2, 3 Pferde hinschreiben, die ihr mögt. Und ich suche mir dann immer ein Pferd davon aus, was ich dann kaufe im Video. Und ich weiß auch schon ganz genau, welches der 2 genannten Pferde ich kaufe. Und dafür müssen wir uns einfach mal zum Anhänger begeben. Ihr könnt mir jetzt kostenlos abholen lassen. Aber erstmal muss ich gucken, wo. Nimmt er dort noch auf? Ja. Nimmt noch auf. Ja, ich muss, bevor ich das Video starte, immer 5, 6 Mal gucken, ob der auch wirklich aufnimmt. Weil manchmal habe ich nämlich Standbild und das ist nicht ganz so toll, ne? Also wer mit OBS aufnimmt, der hat bestimmt schon mal gehabt, dass OBS rumspinnt und man hat irgendwann Standbild. Das ist natürlich nicht ganz so schön, ne? Wenn man nicht die Arbeit macht und dann spinnt das Programm rum, ist nicht ganz so lustig. So, wir müssen nach... Na, welches von den beiden Pferden kaufe ich? Ich würde sagen, wir fahren nach Firgrove. Rätsel gelöst. So, und bevor es weitergeht, unter dem einer der letzten Videos hat jemand gesagt, dass mein Video so leise ist, dass man nichts hört. Also meine Stimme ist klar und deutlich zu hören. Wenn jetzt das Video an sich gemeint ist, das Ganze drumherum, Star Stable, das mache ich immer leise, weil es weil ich kann halt nicht Star Stable laut machen und mein Mikro auch laut, denn versteht man von beiden nichts. Dann überschneiden sich die Töne. Also ich kann halt entweder Star Stable laut machen, damit ihr was versteht, aber dann versteht man von dem, was ich sage, halt nichts. Oder ich mache meine Stimme laut und ihr versteht nicht ganz so viel von Star Stable. Also das ist halt, ne, entweder oder, aber beides kann ich nicht laut machen. Und wie gesagt, beim Pferdekauf hier ist ja sowieso egal, die drumherum. Mich stören halt diese Hintergeräusche, wenn jemand sein Pferd putzt und so oder Pferd tränkt. Diese Putzgeräusche stören mich halt im Hintergrund, deswegen mache ich mal auch leise. Ja, es ist der Mustang geworden. Ich finde die Gotland Ponys auch süß irgendwie, aber das Problem ist, wegen ich keins mehr kaufe. Also keins, ich habe eins aus der App, weil ich die Farbe so schön fand. Der Grund, weswegen ich jetzt keins mehr kaufe von den Gotland Ponys, ist, dass die neuen Charaktere, die wir haben, eine ganze Idee größer sind als die alten Charaktere und von daher nicht ganz so schön aussehen, wenn sie auf den kleinen Pferden sitzen. Bei den alten Charakteren war das halt noch in Ordnung, wenn die auf so einem kleinen Pferd gesessen haben,
Aber die neuen Charaktere sind halt ein bisschen realistischer gehalten. Das heißt halt, wenn ihr jetzt auf einem Pony sitzt, ne, seid ihr ja auch ein bisschen größer als das Pony selber. Ne, aber naja, nur mal so als nebenbei, weil. Ja, das ist halt die Farbe, die ich auch noch kaufen werde, aber dann werde ich halt so ein Privatvideo machen, weil ich brauche noch. Gibt es auch weiße Mustangs? Ja, gucken mal. Ich glaube nicht, ne? Nein, gibt leider keinen weißen Mustang. So, und zwar hat sie gesagt, dass sie den Palomino mag. Das ist der hier. Und der sieht doch aus wie ein Stütchen. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal ein Stütchen. Nein, nicht mit der Stehmähne. Entweder die Zöpfe. Dann gibt es noch die. Ja, die findet der wahrscheinlich hübsch, ne? Entkannt genickt. Oder die. Also die hat mein Shadow. Also Shadow ist der schwarze Mustang, den ich hier gekauft habe. Generation 3. Den habe ich gekauft. Als die Mustangs Force hier reinkamen, habe ich mir den Shadow gekauft. Also schon längst ausgelevelt. Der steht auf der Weide. Ich würde sagen, das sieht halt schön aus. Auch wenn ich die Zöpfchen, die langen, gar nicht mehr so schön finde. Also am Anfang, als ich angefangen habe mit Starzibel, da fand ich die schön, die Zöpfchen. Ich habe die gefeiert. Jetzt sind die aber geschlagen bei jeder Pferderasse drinne. Also bei jeder Generation 3 Pferderasse, die reinkommt, sind diese langen Zöpfchen mit drinne. Und irgendwo wird es doch schon langweilig. Also ich finde die Zöpfchen langweilig. Und halt immer Stehmähne, lange Zöpfchen. Es gibt so viele unzählige, ja, Pferdefrisuren, die man machen kann. Und Starzable hält halt immer an den alten Frisuren fest. Das finde ich nicht ganz so schön. Also da würde ich mir wünschen, dass Starzable auch mal ein bisschen aus dem Top kommt und sagt, hey, guck mal, da sind halt so coole Mähen, die können wir mit ins Spiel machen. Wir werden jetzt das Lieblingspferd mit der Lieblingsfarbe von der Bella kaufen. Das heißt, auf meinem Account, ne? Ist ein Jungpferd, ist eine Stute. Haben wir irgendwas mit dem. Fair, Fantasy, Fan. Faith. Fate. Fairy. Fate. Fate? Fate ist ein schöner Name, oder? Wir gucken mal weiter. Foxy. Galaxy. Nee. Ginger ist ein schöner Name. Da habe ich einen Appaloosa. Auf meinem Hauptaccount, der heißt Ginger. Damals mein allererster Appaloosa gewesen. Grace. Grace wäre halt ein schöner Name. Griffin. Hazel. Habe ich denn Hazel schon als Einzelnamen? Hazel habe ich noch nicht erzählt. Ich nenne sie einfach mal Hazel. Ich finde den Namen eigentlich schön passend irgendwie. Und ich würde sagen, wir kaufen das wunderschöne Tierchen. Warum haben die Hufe plötzlich Staub? Aus welcher Staubwolke kommt die gerade? Ich würde sagen, wir schicken sie in den Stall. Und dann gucken wir uns sie nochmal an. Nee. Das ist. Ja, hier mal 1, 2, 3, 4 Pferderassen stehen hier schon. Also das Morgen Generation 3, der Tennessee Walker, das Finnpferd und der Mustang. Also langsam wird es voll in Starte Star Stable. Ja, ein bisschen Müll muss sein, ne? Ein bisschen Müll muss sein. Ich lasse mich mal abholen. Wir gucken uns mal Hazel an. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie das Pferd heißt. Das ist aber. Wieso ruckelt denn das mal so?
Spricht denn ihr Schätzschuh? Ah ja. Nur Interesse halber. Also eigentlich interessiert mich der Chat überhaupt nicht. Ich gucke da nie rein. Das Einzige, was mir so nervt, ist, wenn du halt spielst und plötzlich ist unten ein roter Punkt und du willst den Punkt ignorieren, weil du denkst so, ja, ist doch egal, wer gerade den Chat geschrieben hat. Und irgendwann guckst du ja doch, weil du es wissen willst. Ja, so geht's mir immer. Ich ignoriere halt den Chat unten. Ich schreibe sowieso nicht, weil du wirst halt sowieso beleidigt im Chat. Also von sollte ich schreiben? Außer es sind jetzt Leute, die ich kenne, zum Beispiel vom Discord, die Lea oder Ari und so, dann schon, aber. So, warten, wo hat denn der das Pferd hingeschmissen wieder? Aha, okay. Da ist er. Da ist Hazel. Es müsste halt hier auch im Stall, so Zugang zu einer begehbaren Weide geben. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du dein Pferd rausholst, musst du hier zum Angucken immer den Stall verlassen, was hier auch ein bisschen blöd ist. Und da müsste es halt die Möglichkeit geben, dass du dein Pferd rausholst, dann hier irgendwie so die Möglichkeit hast, dass du eine Koppel oder eine Weide hast, wo du keinen Ladebildschirm hast. Dass man quasi, als jemand die Tür aufmacht, einfach bloß so reingeht, dann hast du eine große Koppel oder eine große Reithalle, wo du dein Pferd dann vorführen kannst, so wie draußen. Das wäre halt schon richtig toll. Weil die Pferde haben zwar eine Weide, ne? Aber wir können nicht rauf, also wir können halt bloß die Bilder sehen und das ist halt blöd. Ich würde halt zu gerne mal sehen, wie meine knapp 70 Pferde da rumrennen. Ja, das macht einen schon stolz, ne? Wenn man so viele Pferde gesammelt hat im Laufe der Jahre. Ich muss sagen, von der Farbe her ist wirklich ein schönes Pferd. Es gibt aber auch noch ein Palomino. Ich glaube, es ist ein Palomino, das von allen Palominos am allerschönsten ist. Also von dieser Pferderasse hat ein Palomino, der ist so super schön. Und ich rede nicht vom Mustang, sondern vom KWPN. Da ist ein Palomino drin. Der ist so wunderschön gemacht von der Farbe her. Ich meine, das KWPN ist sowieso schön, ne? Das ist das Top-Pferd und ich habe mich damals halt schon gefreut, als sie gesagt haben, dass sie den Mustang auf Generation 3 machen. Ich habe mich so gefreut, ich habe so gefeiert. Ich wollte schon zu Hause bleiben den Tag, weil es war Mittwoch, wo die reinkamen, ne? Und ja, dachte ich so, bleibst du zu Hause, brichst du das Bein? Nee, war nicht. Ich musste halt 7 Stunden arbeiten und dann bin ich nach Hause gekommen. Dann Taschenecke geflackt und dann habe ich mir einen Mustang gekauft. Was mir an dem Mustang jetzt nicht so gefällt, an dem Generation 3 Mustang, der kann halt nur einmal buckeln. Der Generation 2 Mustang, wer den hat, weiß ja, dass der Generation 2 Mustang buckeln kann. Der buckelt immer zweimal. Und er buckelt halt nur einmal. Wir gucken uns den trotzdem mal draußen an und da muss Noe halt mal kurz im Stall bleiben. Wir gucken uns den draußen an. Ich mache einen Wildpferd-Modus, damit wir uns mal angucken können, wie er so ist. Ich habe jetzt natürlich noch nicht die Special-Animation, das Buckeln freigeschalten. Das ist noch nicht, also. Also vom Laufen her sieht er eigentlich schon mal schön aus. Ne? Es läuft so ein schleppender, trottiger, aber auch so gelassener Gang. Der Trab ist auch schön. Ich bin jetzt kein Pferdeexperte, ich sag nur das, was ich sehe. Ich sehe halt hier ein Pferd, was gut im Trab ist. Ich wollte halt gerade sagen... Eigentlich wollte ich sagen, ich sehe hier gerade eine Pferdewurst auf vier Beine, aber das wäre halt so böse, ne? Also ich nehme das zurück, das ist keine Pferdewurst. Nein. Also ich mag es auch nicht, Pferd essen. So, der Trab. Ich versuche mal die anderen Spieler mit auszublenden.
Kante. Galopp. Es gibt halt nur den Galopp. Den schnellen Galopp gibt es noch nicht. Die müssen wir wahrscheinlich freischalten. Die schnellen Galopp kennen wir noch nicht. Vielleicht müssen wir auch einfach bloß für den schnellen Galopp das Pferd füttern. So, das war das Pferd von der lieben Bella, die geschrieben hat. In einem der nächsten Videos werde ich dann das Gotland Pony kaufen. Oder mal schauen, ne? Vielleicht kaufe ich es ja doch. Weil ist ja, du musst deine Zähne zeigen, ne? Wie gesagt, beim nächsten Mal vielleicht das Gotland-Pony, das hellbraune mit der dunkelbraunen Mähne. Aber jetzt haben wir erstmal die Mustang gekauft. Also ich muss sagen, die Farbe ist gar nicht mal so hässlich. Es gibt schlimmere Palominos hier im Spiel. Und, Bella, ich hoffe, dir gefällt das Video. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Und Carla Diamond Girl hat sich ausgelockt oder eingeloggt. Carla Diamond Girl, an dich liebe Grüße. So, wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich habe jetzt wieder jemanden glücklich gemacht, indem ich das Pferd gekauft habe. Also nicht auf seinen Account, sondern auf meinen Account. Ich kaufe hier auf eure Lieblingspferde oder eure Hasspferderassen immer so auf meinem Account. Wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, einfach eure Hassrasse von den Pferden und die Generation dahinter unten unter einem meiner Videos schreiben oder einfach in einem meiner Shorts schreiben, ist völlig egal. Oder ihr schreibt eure Lieblingspferderasse darunter. Ihr müsst aber, wie gesagt, immer die Generation dahinter schreiben. Aber wirklich nur noch Pferde, die es halt noch im Spiel gibt. Also wenn jemand sagt, ich mag den Appaloosa Generation 1 nicht, den kann ich die nicht kaufen, weil es den nicht mehr gibt. Also ich brauche wirklich Pferde, die es noch im Spiel gibt. Einfach Lieblingspferderasse hinschreiben oder Hasspferderasse hinschreiben, Generation dahinter, und dann nehme ich eure Lieblingspferderasse und kaufe sie hier im Spiel. Mensch, Pferd nimmt aber den Kopf weg. Das Pferd, ne? So. Ich bin raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sag bye bye.